Hi, willkommen zurück zu meinem Let's Play und meinem Nagelstudio. Okay, ich kann das gerade nicht ernst nehmen. Okay, nee, willkommen zurück zu Minecraft. Das ist die zweite Folge in Folge. Yeah! Zweimal im Satz Folge benutzt. Ey, das ist der Folgerekord, was zu den Folgen aufgestellt wird in dieser Folge, während wir die zweite Folge nach der Folge machen. Das ist die zweite Folge Minecraft. In der ersten Folge haben wir uns duelliert im Team gegeneinander. Na gut, eigentlich nicht. Wir wussten einfach nur nicht wirklich, was wir bauen sollten, bis wir irgendeinen Schwachsinn gebaut haben. In der jetzigen Folge spielen wir allerdings. Worauf hatten wir uns geeinigt, Co-Moderator Lumpi? Junge, also das war jetzt echt. Junge, ich habe gesagt, ich habe die perfekte Vorlage geliefert. Und du, Hide and Seek, oder? Wissen Sie was? Sie sind ja Feuer. Damit sind Sie ja Praktikumsplatz. Los, ihr Hund. Na gut, Sie können wiederkommen. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie die Technik hier funktioniert. Yay. So, ich muss. Nein, Hilfe. Gehen Sie weg. So, er ist der Gruppenanführer, das heißt, er entscheidet, was quasi gespielt wird. Und wir haben vorhin eine Münze geworfen. Und die Wahl fiel schweren Herzens auf Ch Master Builders. Hier sind wir jetzt nur aus Versehen reingekommen. Na gut, in diesem Spiel geht es, das ist quasi Propant. Hier versteckt man sich als ein Block. Und ja, und muss halt überleben. Lumpi und ich werden wahrscheinlich Schwachsinn machen, weil die Folge soll ja unterhaltsam sein. Ich kann nicht die ganze Zeit einfach nur irgendwo rumstehen. Oder? Schön, dass du mir recht gibst. So, was willst du denn essen? Ich mach dir alles, was du willst. Pizza. Nee, heute gibt's Spinat. Ich war auch mal zu Hause, ne? Oh, als was verkleidest du dich? Weiße Wolle. Mach ich auch. Wir sind die weiße Wolle Gang, Digga. Wo wollen wir uns denn? Ich mach mal Perspektiven wechseln. Hä? Nein, oh. Das ist jetzt irgendwie mies. Wo bist denn du? Wo bist denn du? Geh weg, du Assi, Alter. Was macht der? Ich bin gerade in der Mitte im Haus. Was macht Nein. Es gibt schon zwei. Wo bist du? Ich finde dich nicht. Nein, ich will zu dir kommen. So, ich bin gerade in dem Haus drin. In welchen? Ich finde dich irgendwie nicht. Wie sieht denn das Haus aus? Also ich muss mich hier gerade immer wieder verstecken. Wie sieht denn das Haus aus? Von innen. Nein, nein. Scheiße. Wie, musstest du verschwinden? Okay. Ich schwitze immer noch. Ich laufe mir nach. Hilfe. Ach so, ich habe keine Energie mehr. Komm her. Nein. Komm her. Komm, Schnuckelchen. Ich kriege dich sowieso. Such dich voll. Lass was holen. Du bist doch mein Kumpel. Mehr nimmst du gerade mit mir auf? Schau, wie du so sind. Nein, der ist wieder abgehauen. Oder? Nee. Hä? Warte mal, du musst hier noch drin sein.
Das haben sie aber viel als Wolle verkleidet. Wo bist du? Ah, ernsthaft. Da oben ist jemand, da oben ist jemand. Ich hab's genau gesehen gerade. Da ist ein Lama explodiert. Hier nicht. Mann, ich will dich jetzt verfolgen. Da oben ist jemand. Ich hab's genau gesehen gerade. Irgendwie hier ist gerade was explodiert. Nein, ich bin tot. Oh. Hast du verdient. Oh, ich bin echt gut geschlagen. Ich bin die ganze Zeit weggelaufen. Ja, bis ich dich irgendwie gefunden habe. Und dann war es auch für dich vorbei. Das. Ja, ich war hinter dir. Ich war der erste Sucher. Ich hab's gewusst. Ich hab's einfach gewusst. Kannst du in die Zukunft sehen, wa? Ich hab den Gestank gerochen. Hallo, so stark stinke ich nicht. Ich hab das letzte Mal vor 2 Jahren geduscht, also kann gar nicht so stark stinken. Du. Natürlich nicht, ich hab heute erst geduscht, bevor ich einkaufen gegangen bin und mir ein Eis gekauft habe. Ich glaube, ich hab seit einer Woche nicht geduscht. Echt? Na gut, Corona-Ferien muss man ausnutzen, da darf halt nur gezockt werden eigentlich. So, jetzt was versteckst du dich? Was soll ich jetzt? Ich nehme Melone. Ich habe Melone genommen. Ich bin Buckschäfer. Wo bist du? Hüpf mal. Oh, warte mal, ich bin versteckt hier. Wo bist du? Ich bin noch am Spawn. Ja, hinter dir. Da. Ach, da. Gut, wir verstecken uns einfach. Ich muss mich hier verstecken. Der kommt jetzt direkt zu mir. Alter, diese Panik, die ich gerade habe. Nein, mein Melonenbruder wird verfolgt. Nein. Wieso nur? Er war doch noch so jung. Ein Ex-Turtle. Er war doch noch so jung. Er wurde doch gerade erst als Melone wiedergeboren. Hat einen Schweinemord gemacht. Bitte, ich will dich nicht wieder finden. Wo bist denn du? Also, bist du irgendwo oben, oder? Ich bin irgendwo oben, ja. Ich kann dich halt leider gerade nicht sehen, ist die Sache. Oh, ich glaube, ich muss mich gleich wegrennen, bereit machen. Da eine Schelme auf der Spur zu sein. Ja, scheiße! Nein, 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 ich komme nicht weg! Nein! Mist, das war eine dumme Position. Ich kann dich eh nicht holen, also ich weiß nicht mal, wer du von denen warst. Ich weiß nur, in welchem Haus du warst, aber ich weiß nicht, wo genau du warst. Ich bin schon weggelaufen. Ah, jetzt weiß ich, ich weiß, wer du warst. Jetzt habe ich gerade gesehen an dem fehlenden Buch. Also die, vor allem die hat mir den Kill abgestopft, was ein Arschloch. Aber dieses Buchregal war gerade ziemlich aggressiv. Ich habe hier was gehört. Oh, du bist das letzte Bücherregal, Lumpi. Ich hab mich einfach draußen versteckt. Ich hatte gerade jemanden, der draußen war. Ich laufe die ganze Zeit rum, Digga. Ich sehe es nicht mal. Ist ja auch ein Hacker. Da ist ein Block. Komm her. Spaß. Viel Spaß, was zu finden. Wie einfach alle den Block hinterherläuft. Ja. Dass du das wusstest, heißt, dass du irgendwo in der Nähe sein musst. Warte mal. Das heißt dann, dass du noch immer in denselben Raum bist wie vorher. Ich bin in keinem Raum. Raus. Du bist hier irgendwo 100 Pro. Du bist gerade ins Haus gesetzt. Ich bin aber draußen. Da
hast mich gesehen, Noch, das heißt du. noch, noch. Wenn du mich gesehen hast, musst du irgendwo sein, wo du einen guten Überblick hast. Alter. Wusste ich doch! Nein, nein! Mist, okay, den haben wir verloren. Ja. Shit. Geil, Alter. Ich hab dich, ich hab gewonnen, hab gewonnen. Hab dich am Ende noch gefangen, Alter. Ich hab sowas von gewonnen. Ich war nicht mal der Erste, Alter. Ich war meist, also in den anderen Runden, wo ich mich mit Männchen herumbewegt habe, war ich immer, hab ich immer als der Meister gewonnen. So, ich habe noch Beine. Roboterbeine. Wie sehen die aus? Keine Ahnung. Einfach equipped. Und Augen habe ich auch. Oh, Tone Square. Was nehmen wir denn da? Ja. Ofen. Ich habe Ofen. Ich habe Roboterhose. Buchriger. Ich bin wieder ein Junge. Ich bin jetzt ein Ofen mit Katzenohren und bösen Augen. Wo bist du? Ich springe. Hinter dir. Hinter dir. Bei mir wo? Da oben der Bug. Hinter dir. Gott, hinter dir. Ach, ach Lord. Junge, ich bin Ofen, was erwartest du? Nicht viel. Wo ist der Sucher? Der hat uns bereits entdeckt. Wieder. Ich bin weg. Scheiße, der hat's auf mich abgesehen. Ah ne, auf dich. Viel Spaß. Danke. Ich würde dir gerne helfen, aber ohne Schwert fühle ich mich so nackt. Du bist nackt. Okay, jetzt hast du gerade mein dunkles Geheimnis gelüftet. Yes, ich passe perfekt hier rein. Geil. Drei Sucher, 13 Verstecker und ich bin versteckt. Ich habe keine Fluchtmöglichkeit, Alter. Ich dachte, niemand. Ich habe keine Fluchtmöglichkeit. Ich hab das Problem, ich hab keine Fluchtmöglichkeit. Ich spring einfach aus dem Fenster. Ich kann leider nicht aus dem Fenster springen, denn mein Versteck ist eigentlich gut, aber das macht's wahrscheinlich auch auffällig. Denn ich passe hier halt perfekt rein. Aber wahrscheinlich werden die eh random hier abtasten alle und dann haben sie mich. Die versteckt sich im Schrank, geiler Ofen. Der versteckt sich einfach im Schrank. Ich war da, ich verarsch den Sucher. So, das war's dann auch mit dem Video und ich wundere, warum wir gerade in der Runde waren. Es hatte technische Schwierigkeiten und da haben wir es nicht bemerkt, sagen wir es so. Ja, genau. Immer schön nicken. Also, dann sage ich mal Haus darin und stur lächeln und winken, Männer. Yay! Ich hoffe, ich krieg darauf kein Copyright.